wir möchten heute die Gelegenheit nutzen, um mit dir als Autor über diese Idee zu sprechen. Am Anfang steht ein Zitat: Mein Geschäft ist nichts zu tun, ich genieße meine Muße. Begann alles mit Voltaire und Friedrich dem Großen? Sicherlich war Voltaire einer der ersten, und man muss natürlich auch sagen, Voltaire war einer der bedeutendsten Philosophen, vielleicht nicht gerade in Berlin, sondern in Potsdam eher. Berlin hat ihm nicht so zugesagt, aber sicherlich ist das schon der Anfang, dass Friedrich der Große, der seine philosophische Tafelrunde begründet hat in Sanssouci, die Franzosen nach Berlin geholt hat, das war sicherlich ein ganz wichtiger Anfang der Entwicklung zum Spreeartee. Man muss sich vorstellen, in jener Zeit war über die Hälfte der preußischen Akademie der Wissenschaften mit Franzosen besetzt. Also es war wirklich eine französische Dominanz. Und da war Voltaire sicherlich einer der wichtigen Ideengeber und natürlich als Lehrer, als Hauslehrer von Friedrich dem Großen, worauf ja unter anderem dieses Zitat von Voltaire anspielt. Er hatte eine Stunde täglich Texte von Friedrich dem Großen zu korrigieren. Im Brief an meine Schwester schreibt er, wie talentfrei der preußische König war. Und die restliche Zeit hat er dann für die Muße gehabt. Friedrich der Große und Voltaire sind natürlich einerseits ein Punkt. Man hat natürlich gleichzeitig die Entwicklung in Berlin, Lessing, Mendelssohn, Nicolai. Also man kann vielleicht sagen, in der Aufklärung haben wir die französischsprachige Aufklärung in Potsdam, zeitgleich in Berlin die Aufklärung, christlich-jüdische Aufklärung. Und zwischen diesen beiden Polen in Preußen auch eine Konkurrenz. Die Franzosen kommen mit den Deutschen nicht klar. Die Deutschen sind nicht so begeistert von den französischen Kollegen. Das geht ja so weit, dass Voltaire in einem Brief später geschrieben hat, er sei zu alt, um noch Deutsch zu lernen, um seine Gegner zu verstehen. Also da gibt es sicherlich einiges. Und es gibt noch ein Verbindes, die gerade mal in Potsdam ist, gibt es ja einen Gedenkstein an dem Haus, wo Voltaire wohnte. Und das bezog dann später Lessing. Also da ist sicherlich eine ganz schöne Verbindung. Also Voltaire sicherlich der Anfang und auch gleichzeitig das Verbindungsglied zur Berliner Aufklärung, die natürlich auch eine große Rolle gespielt hat. Also Maurice, du nimmst uns mit auf 10 Touren durch Berlin. Aufklärung, Philosophie der Romantik, Idealismus, literarische Salons. Auffällig wird es, du gehst insbesondere um die Hegelianer aller Couleur. Was zeichnet die Auseinandersetzung mit Hegel aus? Also ich denke, mit Hegel erreicht Berlin einen Höhepunkt der Geistesgeschichte. Man muss ja sagen, eigentlich ist die Geschichte von Hegel in Berlin natürlich auch nicht so freudig, weil das erste Jahr hat er unbezahlt gearbeitet, das darf man nicht vergessen. Also wenn wir heutzutage uns darüber beschweren, dass in der Wissenschaft für den Mittelbau zu wenig Geld da ist, muss man sagen, es hat schon zu Hegels Zeit begonnen. Auch Hegel wurde, wie gesagt, das erste Jahr nicht bezahlt. Hegel ist einer der Philosophen, die Berlin zu diesem Spree-Athen gemacht haben. Wegen Hegel kommen die Leute, Hegel ist die erste Koryphäe. Hegel ist der Dreh- und Angelpunkt. Hegel ist auch umstritten. Einerseits ist Hegel jemand, den man nicht versteht. Heine hat gesagt, Hegel wollte gar nicht verstanden werden. Er suhlte sich darin, unverstanden zu sein. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Aussagen von Ludwig Feuerbach, der an seinen Vater schreibt, im Gegensatz zu seinen Werken ist Hegel in seinen Vorlesungen verständlich und nimmt Rücksicht auf seine Zuhörer. Also Hegel ist der Übervater, auf Hegel beruft man sich. Hegel begründet eine Schule und ich sagte ja schon, Hegel und Berlin ist ein schwieriges Verhältnis. Trotz der Bedeutung Hegels wird er nicht in die Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen, ähnlich wie Fichte und Schopenhauer. Schopenhauer hat man es ja später angeboten, das hat er aber abgelehnt. Hegel wird dann also so einer der Koryphäen in Berlin. Hegel inspiriert seine Schüler und nach Hegels Tod haben wir natürlich die Situation, dass Hegels Einfluss immer noch bedeutend ist. Einerseits haben wir natürlich bezüglich Hegel die Herausgabe seiner Werke, wo unter anderem Leute partizipieren wie Rosenkranz, Karl Rosenkranz, ein bedeutender Althegelianer, Rechtshegelianer, erster Hegelbiograf, derjenige, über den Hegel gesagt haben soll, mich hat keiner verstanden außer einem und er hat mich missverstanden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich diese Junghegelianer, von denen Habermas sagt, dass in ihren Kreisen die gesamte Philosophie des 20. Jahrhunderts vorweggenommen worden ist. Und das ist, glaube ich, das Spannende, dass diese Schüler Hegels, also gerade die radikalen Schüler Hegels, die Philosophiegeschichte geprägt haben. Wir haben da einerseits die Religionskritik, den modernen Atheismus, verbunden mit Namen wie Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach,
Wir haben natürlich große Sozialisten wie Engels und Marx bis hin zu Anarchisten wie Stirner, die sich auf Hegel berufen, die bei Hegel studieren bzw. bei Hegel Schüler studieren und damit auch Berlin zu so einem Zentrum machen. Wir haben natürlich auch die Situation, die Junghegianer, die sich treffen, besonders gerne bei Hippe in der Weinstube. Das hat einen ganz lapidaren Grund. Bei Hippe konnte man anschreiben lassen und man war meistens nicht so gut begütert, dass man die Zeche gleich zahlen konnte. Das war einer der Gründe, warum man sich dann bei Hippe getroffen hat. Und wir haben da also einen intellektuellen Gesprächskreis, der über die Grenzen Berlins hinauswirkt. Intellektuelle kommen nach Berlin, besuchen diesen Kreis, partizipieren an den Gesprächen. Das macht das Ganze, glaube ich, so besonders. Und wir haben natürlich auch die revolutionären Gedanken, die da entstehen, die auch der preußischen Regierung negativ aufstoßen. Das läuft ja so weit, dass man Schelling nach Berlin holt, um gegen Hegels Einfluss vorzugehen, weil Hegel einfach so ein Übervater ist und so bedeutsam wird und Hegels Schüler leider auch im Sinne der preußischen Regierung zu revolutionäres Gedankengut entwickeln. Und das ist, glaube ich, eine Sache, warum Hegel auch so eine Bedeutung hat, dass sein Einfluss so groß ist. Und da vielleicht als Anekdote am Rande, es ist etwas zynisch in Berlin, wie Straßen benannt worden sind. So haben wir zum Beispiel die Eichhornstraße, die direkt an der Staatsbibliothek vorbeiführt. Eichhorn war jener Minister, der gegen Hegels Einfluss vorging. Und es war auch jener Minister, der für die Buchzensur zuständig war. Daher ist es besonders zynisch, dass nach ihm ausgerechnet die Straße benannt ist, die an der Staatsbibliothek vorbeiführt. Also Hegel als Inspirationsquelle für alle im Grunde genommen, prekäre Lebensrealitäten, aber ein heftiger philosophischer, inhaltlicher Diskurs. In einem deiner Kapitel, es geht um Engels und Marx, steht dann auch Berlin als Inspirationsquelle. Also Hegel als Inspirationsquelle, Berlin als Inspirationsquelle für Marx, war das auch so? Ja, Marx hat auf jeden Fall viel gelernt. Ich denke, das ist nicht nur Marx, sondern in Berlin haben viele Philosophen zu sich gefunden. Also besonders deutlich wird es bei Feuerbach. Feuerbach schreibt an seinen Vater, dass er in Berlin die Idee entwickelt hat, von der Theologie sich wegzubewegen hin zur Philosophie und begründet das unter anderem mit der Hegelschen Philosophie. Marx, muss man natürlich sagen, hat auch persönliche Gründe. Marx hat kurz vorher sich verlobt hinter dem Rücken seines Vaters. Und auch Marx findet zur Philosophie in Berlin. Also ich denke, Berlin ist wirklich dieser Ort, wo viele Denker zur Philosophie finden, inspiriert von Hegel, wo sie sich selbst finden, wo sie einen Gesprächskreis finden, wo sie ein geistiges Klima finden, in dem sie sich entwickeln können. Also ich glaube, das ist das, was Berlin auszeichnet, dass Berlin zu einem Ort wird, wo Intellektuelle aufeinandertreffen, wo der Raum geschaffen wird, der geistige Ort geschaffen wird, für geistigen Austausch und damit sich wirklich solche Denker entwickeln und ihre Philosophie entwickeln können. Und ich denke, gerade für Marx ist die Zeit prägend, weil er hier auf jene Leute trifft, auf jene Professoren trifft, mit den direkten Hegel-Schülern Kontakt hat, zum Beispiel Bruno Bauer, den ja auch zum Beispiel in den Doktorclub einführt. Also ich denke, da haben wir natürlich ganz viele Inspirationen, die Marx einfach aus dieser Berliner Zeit aufgreift und ihn inspirieren. Du zitierst in deinem Buch Saul Ascher, Berlin war immer der Ort, wo die gekränkte Geistesfreiheit einen Zufluchtsort fand. Du hast auch ein Kapitel Mitte gleich geselliges Leben. Wir kennen heute mit Berlin Mitte als angeblich nur geselliger Ort. Gibt es heute in Berlin noch eine Basis für philosophische Auseinandersetzungen in der Gegenwart? Ich denke, es gibt noch vereinzelt Orte, aber so sicherlich nicht mehr vergleichbar mit jenem Berlin des 19. Jahrhunderts. Man muss sich vielleicht auch so vorstellen, im 19. Jahrhundert haben wir vieles vorweggenommen, was Paris in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts ausgemacht hat. Also in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts ging man als Tourist ins Café de Flore, ins Café de Margaux, um Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir zu besuchen. In Berlin war es dann Luther und Wegener oder die Hippische Weinstube. Heutzutage ist es, glaube ich, schwieriger, weil ich denke, die Philosophie hat in Deutschland nicht mehr einen Stellenwert. Es ist eine Abkehr der Philosophie. Wir haben sicherlich noch vereinzelt Orte, wo Philosophie betrieben wird. Also ich selber gebe ein Philosophiecafé in der Novilla in Schöneweide. Da merkt man, es ist nicht unbedingt Mitte und zentral. Aber ich glaube,
Dieses Berlin gibt es leider nicht mehr. Wir haben wenig Orte, wo einfach noch so ein Geist vorherrscht, wie er damals vorherrschte. Und ich denke, wenn man heutzutage noch sowas sucht, dann muss man wahrscheinlich doch eher nach Paris gehen. Da hat vielleicht Paris uns den Ruf abgelaufen, den dieses Berlin im 19. Jahrhundert gehabt hat. Und vielleicht muss man sagen, Paris holt im 20. Jahrhundert und Anfang des 21. Jahrhunderts das nach, was Berlin in der Blütezeit des Mitte des 19. Jahrhunderts war. Aber mittlerweile halte ich es für sehr schade. Man muss ja sagen, es gibt sicherlich noch einzelne Orte, wo Geist zu Hause ist, wie Buchhandlungen, wie Literaturcafés. Aber im Vergleich zu dem, was es früher mal war, ist es, glaube ich, sehr dürftig und auch in keiner Weise mehr vergleichbar. Maurice Schumann, vielen Dank für diesen Reiseführer, den du vorgelegt hast. Es ist sozusagen die Gelegenheit, Philosophie als fröhliche Wissenschaft kennenzulernen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, dann läuft man einfach los, eine der 10 Touren. Lohnt sich immer. Und vielen Dank für den Besuch in der Tucholsky-Buchhandlung, in der das Buch natürlich auch immer zu haben ist. Vielen Dank.